Frankfurt am Main. Im beliebten Vorort Schwanheim hat Familie Kalveram ein Wohnhaus aus den 60er Jahren gekauft und unter folgenden Schwerpunkten umfangreich umgebaut. Die architektonische Öffnung der Wohnbereiche nach außen und innen, eine komplette Wärmedämmung, eine Photovoltaikanlage, eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe und eine Lüftungsanlage. Das alte Haus ist heute kaum noch wiederzuerkennen. Ja, als wir uns entschlossen haben, dieses Haus zu kaufen, haben wir festgestellt, dass hier eine Heizungsanlage eingebaut war, die überhaupt keinem Maßstab von heute mehr gerecht würde. Insofern war klar, hier muss eine neue Anlage gebaut werden. Auch wenn der Garten noch nicht fertig ist, inzwischen haben sich alle vier Familienmitglieder gut eingelebt. Die Sonne genießen die Kalverams nicht nur auf der Terrasse, sondern nutzen sie auch durch eine Photovoltaikanlage auf der Südseite des Daches. Sie speist pro Jahr etwa 3500 Kilowattstunden ins Stromnetz ein. Für Heizungswärme und heißes Wasser sorgt eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe. Der Vorteil der Wasser-Wasser-Wärmepumpe ist der, dass sie das Grundwasser als konstante Energiequelle nutzen. Über einen Brunnen fließt konstant temperiertes Grundwasser durch die Wärmepumpe, die über einen Wärmetauscher dem Wasser Energie entzieht. Die so gewonnene Wärme wird im Pufferspeicher gesammelt. Direkt daneben befindet sich der angeschlossene Warmwasserspeicher, der Küche und Bäder mit heißem Wasser versorgt. Eine wichtige Voraussetzung für den effizienten Einsatz der Wärmepumpe ist die hochwertige Dämmung des Dachs, des Kellers, der Außenwände sowie der Einsatz von Wärmedämmfenstern. Auch durch Lüften geht fast keine Wärme mehr verloren. Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung sorgt stets für frische Luft, ohne dass die Fenster geöffnet werden müssen. Der Umbau dieser Anlage hat für uns drei sehr große Vorteile bewirkt. Das ist zum einen die Unabhängigkeit gegenüber konventionellen Energieträgern. Das ist zum zweiten das Einsparpotenzial. Wir haben ausgerechnet, wir haben jetzt ungefähr noch Energiekosten von 12% im Gegensatz zu den vorherigen Kosten hier im Haus. Und es ist auch ein bisschen eine Wohnqualität daraus geworden, die ich nicht mehr missen möchte. Wir hatten die Chance hier, uns zu verwirklichen. Wir hatten die Chance, mit erneuerbaren Energien was zu machen. Und das ist auch ein Beitrag, den wir leisten können und wollen für unsere Kinder, damit sie es auch irgendwie mit ruhigem Gewissen weiter nutzen können.